Hallöchen, meine zombieverseuchten Freunde da draußen und herzlich willkommen zu dieser Reaction hier auf meinem Channel, denn ich dachte mir, wir machen mal was ganz anderes, was ganz Verrücktes. Es kam vor ein paar Tagen, ich glaube so lange ist es noch nicht her, aber es kam ein paar Tage, ein Resident Evil Fanfilm raus. Dieser nannte sich The Keeper's Diary, also des Wächters Tagebuch. Und der wurde von Residents of Evil ins Leben gerufen, unter der Regie von Saulo oder so. Werden wir alles noch sehen, wir gucken uns ja gemeinsam die Credits an etc. Auf alle Fälle fand ich dieses Projekt so spannend, dass ich mir dachte, okay, ich gucke mir das nicht alleine an, sondern mit euch gemeinsam. Und ich reacte da einfach mal drauf. Vielleicht ist das ja ein Format, was wir in Zukunft für so eine Sache oder auch für Trailer zu spielen oder so ein bisschen ausführlicher machen könnten und vielleicht gefällt es euch ja. Facecam ist an. Falls ich immer mal nach links gucke, dann ist das, weil ich auf meinen zweiten Bildschirm gucke, um zu sehen, wie ich aussehe. Immer wie ein Clown, sieht man ja. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Ich hoffe auch die Belichtung etc. Mein Licht kommt von da oben rechts. Das passt alles so, dass ihr mich erkennen könnt. Und ansonsten, das Video, würde ich sagen, legen wir direkt los. Ich habe so ein paar Informationen, die werde ich immer mal einfach während des Videos mit einbringen, ne? Ich würde sagen, wir gehen rein. Residents of Evil. Dieser Film enthält Szenen, in denen Gewalt deutlich dargestellt wird. Cooles Hintergrundbild. Ob das KI generiert ist, ich glaub's nicht. Andrew Saulos Diary, a biohazard story. Geile Sache, die haben so, wie es bei den alten Resident Evil Filmen war, einen Sprecher mit reingehauen, finde ich gut. Wer mit Ungeheuern kämpft, mag zusehen, dass er nicht dabei zum Ungeheuer wird und wenn du lange einen Abgrund blickst, blickt der Anblick auch in dich hinein. Von Nietzsche. Boah, geil. Die Arklave Mountains, beziehungsweise Arklave Forest? Arklave Forest. Boah, geil. Geil. Ich weiß nicht, ob es gefilmt wurde oder ob das so eine Assets sind, die man sich kaufen kann im Internet. Boah, wartet, Leute. Alter, die Spencer-Menschen. Also, das Herrenhaus aus Resident Evil 1, falls ihr das Spiel noch nie gespielt habt. Ich werde das Remake noch let's playen, das kann ich euch versprechen. Und das Original gibt es bereits auf meinem Channel. Das könnt ihr euch auf alle Fälle mal angucken. Ist ein paar Jahre alt. Ich habe da noch eine ganz andere Stimme, bin da wesentlich jünger, habe mehr Deckhaar. Und auf alle Fälle könnt ihr euch aber das mal geben. Da wisst ihr dann Bescheid, über was ich hier eventuell auch philosophiere, beziehungsweise über was ich spreche, ja. Nur da mal die Info dazu. Wir gehen weiter rein. 24. Juli 98. Sieht unfassbar gut aus. Unfassbar gut. Würde mich mal tierisch interessieren, ob das computeranimiert ist oder ob die wirklich so ein Gebäude hatten, was so ähnlich aussieht. Alter, wie gut ist diese Lichtstimmung. Und das ist Jill Valentine. Jill, huhu. Sieht unfassbar gut aus. Also die Schauspielerin auch. Also ist sehr, sehr gut gecastet für eine Jill Valentine. Ist aber, soweit ich weiß, durften sie nicht das originale Kostüm 1:1 nachbilden aus dem allerersten Teil, weil es dann wieder Copyright-Probleme mit Capcom gegeben hätte. Aber ist, also man sieht es eindeutig, dass es Jill Valentine sein soll. Mit dem Basket auf dem Kopf und so. Das Barrett. Barrett nennt man das, glaube ich. Und der Schrottflinte. Geil. Und eine total gute Atmosphäre. Geile Lichtstimmung. Gefällt mir richtig gut. Tür ist bestimmt verschlossen. Ja. Und wieder ein kleines Easter Egg. Jill Valentine ist beim Stars-Team diejenige, die am besten mit Dietrichen umgehen kann. Das heißt, die ist für das ganze Knacken von Schlössern verantwortlich. Und es ist wieder ein sehr, sehr cooles Gimmick, beziehungsweise Easter Egg, dass sie es hier mit eingebaut haben. Finde ich stark. Finde ich gut. Boah, spannend, ey. Mega spannend. Das sieht so gut aus. Auch die Waffe. Eine geile Replika. Spiegelt voll in meiner Brille das Ganze. Geile Maske. Also, starkes Maskenbildnis. Von dem Maskenbilder sicherlich. Bildner? Bilder? Wie auch immer. Und jetzt findet sie das Tagebuch. Itchy Tasty. Oh yes! Es ist so geil.
es kratzt und es schmeckt. Cool mit dem Blut gemacht. Sieht alt aus, finde ich cool. Wobei ich nicht so ganz verstehe, warum dies eigentlich so alt aussieht. Weil die kommt ja nur ein paar... Ich glaube, die kommt doch nur ein paar Tage später nach dem Ausbruch der Spencer-Menschen hier an. Oder ist das wesentlich später? Muss ich nochmal nach... Also ohne was falsch zu sagen, muss ich nochmal nachhaken. Sie spielten Poker diesen Abend. Ich nehme an, wir werden gleich dorthin springen. Ja, geil. Leute, ich muss nochmal kurz pausieren. Sorry, dass ich das immer machen muss. Der zweite Kerl von links ist der Herr liebe Kraslavski. Jetzt muss ich nochmal kurz ausholen. Resident Evil 1 für die PlayStation 1 wurde damals mit echten Schauspielern, also die Intro-Sequenz wurde durch echte Schauspieler verkörpert. Und in dieser Sequenz war Kraslavski, der Schauspieler, Chris Redfield. Und den haben sie hier wieder rangeholt, um den Wächter des Tagebuches, also den Wächter zu spielen, der das Tagebuch verfasst. Finde ich ultra cool, dass sie einen Schauspieler, der damals gecastet wurde für das Resident Evil 1 Spiel, hier mit ins Boot holen konnten, um so diesen Fanfilm zu machen. Ultra gut, ultra gut. 9. Mai 98. Played poker tonight with Scott and Elias from Security. Auch ein cooles Easter Egg. Sorry, dass ich so viel anhalten muss. Cooles Easter Egg. In der ungeschnittenen Fassung von Resident Evil 1 war in der Intro-Sequenz Chris Redfield mit einer Zigarette zu sehen. In der geschnittenen Fassung, die es bei uns in Deutschland gab, haben sie das rausgeschnitten. Da gab es das nicht. Finde ich cool, dass sie das hier jetzt ist mit der Fluppe anstecken. Finde ich sehr, sehr, sehr charmant gemacht. Zwei Damen, gutes Blatt. Auch wenn ich mich mit Poker nicht so auskenne, aber ich glaube, zwei Damen sind nicht so verkehrt. And Steve from Research. Je nachdem, was natürlich auf den Tisch liegt, ja. Boah, 2 und 7. Gibt, glaube ich, Besseres. Gibt, glaube ich, stärkere Blätter. Ich weiß nicht mehr ganz genau, ob die... 5 of Spades. Peak 5. Oh, okay. Dame ist geil. Müsste nicht die zwei Damen jetzt Full House bedeuten bei dem Blatt, was da gerade lag? Ich kenne mich halt null aus. Ich frage mich, ob es die Charaktere im Spiel gab, weil ich habe... Oh, geht das Ganze. Weil ich habe die Namen nicht mehr am Kopf. Also den Wächter, natürlich gab es den. Aber ich weiß nicht, ob es... In den Tagebüchern. Wahrscheinlich stand dann wirklich Steve, Scott etc. so drin in dem Tagebuch. Ich hab's. Es ist lange her. Ich wüsste es jetzt nicht mehr. Zu 100%. Aber 100 Pro haben die das so gemacht. Denn die, die das hier ins Leben gerufen haben, Resident, die Jungs von Residence of Evil, die sind wahnsinnige Resident Evil-Fans. Unbedingt auch mal den Channel ausstecken. Ausstecken. Nicht ausstecken, sondern auschecken. Full House. Queen's over East. Boah, sag ich doch. Full House. Ich kenne mich zwar nicht aus, ich spiele kein Poker und ich kann das nicht, aber so ein bisschen. Oh, der hat beschissen. Hey, what can I say? Oh, Leute, der hat beschissen. Steve was the big winner, but I think he was cheating. Sorry. Geil gemacht. Sieht sehr gut gefilmt aus auch. May 10th, 1998. 10. Mai, einen Tag später. One of the higher ups assigned me to take care of a new creature. Oh, Leute, soll das derjenige sein, den ich denke? Commence with the procedure. Ah, stimmlich könnte es passen. Sehr markante Stimme. Oh mein Gott, zeigen die uns jetzt einen Hunter? Wie gut ist das animiert? Allein das Auge, das muss ja einen Haufen Knete gekostet haben. Skin Gorilla. Die originalen Sounds, wenn er den wenn er die Tastatur und so tippt. Geil, wie aus den Spielen. Und kein CGI-Schwein. Ist ein echtes Schwein. Haben sich also ein bisschen was kosten lassen. Nicht alles hier nur Computer generiert. Das arme Schweinchen wird jetzt bestimmt verfüttert an den Hunter. Boah, Leute. Also, ja, man sieht, dass es CGI ist. Aber es sieht gut aus. Für einen Fanfilm. Praktische Effekte, das Blut. Es ist Albert Wesker. Ei.
Die Stimme war besser als das Aussehen fand. Also es ist jetzt auf ganz hohem Niveau von mir Kritik, aber Wesker ist für mich so ein bisschen... Wesker ist, also ich finde, er wirkt sehr bubihaft. Und Wesker ist eher so der männliche, markante Typ. Ah, weiß ich nicht. Finde ich nicht ganz so geil. Es passt, er sieht auch aus wie Wesker. Stimmlich war es auch geil, aber... Ah, optisch. Boah. Geil. Richtig, richtig gut animiert. The creature seemed to play with it. Tearing off the pig's legs and pulling out the guts before it actually started. Alter, dieses Bild. Very good. Seal it off. Unfassbar geil animiert. Das muss schon echt Geld gekostet haben. Die hatten übrigens die Jungs und Mädels von Residents of Evil $55,000, glaube ich, um diesen Fanfilm überhaupt zu machen. Und das ist nicht viel, Leute. Das ist echt nicht viel. May 11th, 1998. Wieder einen Tag später. At around 5 a.m., Scott woke me up. Scared the shit out of me, too. Ah, Scott war der, der neben ihm direkt rechts saß am Pokertisch, der mit ihm Poker gespielt hat. He was wearing a protective suit. There's been an accident in the lab. I need you to wear this from now on. Do you understand? Wait, what? He handed me another one and told me to put it on. Said there'd been an accident in the basement lab. Is everything okay? I'm not sure. But if anyone asks, you didn't get that from me. Okay, also Scott gehört mit zu den Leuten, die quasi dazu da sind, dass nichts passiert. Also das Wachpersonal sozusagen. Und es ist jetzt irgendwas passiert. Es gab sicherlich einen Ausbruch des Virus. Even on holiday. May 12th, 1990. Ah, und er hat sich schon infiziert. I'm wearing the damn spacesuit since yesterday. My skin's getting grimy and it feels itchy all over. Ah, kratzig. Itchy tasty, Freunde. Kratzig und lecker. Schmackhaft, wie auch immer. Er war übrigens der Hundewächter. Auch im Spiel. Goddamn dogs have been looking at me funny. Und sie haben echte Hunde benutzt für diese Szene, so wie es ausschaut. Echte Dobermänner. Sind das Dobermänner? Nee. Windhunde? Nee. Ich weiß es nicht mehr. Das wurde auch gut erklärt in den Spielen, warum da immer so viele Hunde rumlaufen. Also hier in Teil 1, in Resident Evil 1, konnte man das natürlich erklären mit dem Sinne, dass die die zu Forschungszwecken mit da hatten. Und im zweiten und dritten Spiel haben sie es damit erklärt, dass es eine Hundestaffel bei der Polizei gab. Deshalb laufen die in der Stadt immer rum. Also gibt schon gute Erklärungen. Alter, du musst mal dringend zum Arzt, Jungchen. Du musst mal dringend zum Arzt. Oh, schön. So viel Brusthaar habe ich nicht auf dem Kopf. Ja, klar, müssen sie den Schutzanzug nicht mehr tragen. Aber jetzt ist ja die große Frage, weiß der Arzt jetzt schon, dass er infiziert ist mit dem Virus, oder behandelt er den einfach nur, weil er es noch nicht weiß? Auf der anderen Seite macht es dann keinen Sinn, dass er den Anzug nicht mehr tragen soll. Ich muss kurz anhalten. AquaQ. Umbrella Corporation, also die, die für die ganzen Forschungen etc. verantwortlich sind, für den Ausbruch des Virus etc. Die haben ja ursprünglich immer Medikamente und so ein Kram rausgebracht und haben das in den Apotheken dort vertrieben, also im Resident Evil-Universum. Und AquaQ war eines die ihrer erfolgreichsten Produkte. Das findet man auch in Resident Evil 3, kann man das... kann man dazu im Remake ein ganz großes Werbebanner in der Apotheke finden und sehen. Und das ist auch wieder so ein Easter Egg, dass es das dann quasi dort schon gab. Ich weiß nicht, ob Seth Sprint auch dazu gehört. Aber wie gesagt, mich würde mal interessieren, ob die jetzt schon wissen, dass er infiziert ist. May 14th, 1998. Wieder einen Tag später. Am 9. Mai hat alles angefangen. Wir sind jetzt im fünften Tag nach
Und am 10. Tag gab es den Ausbruch. Am 10. Mai, also vor 4 Tagen gab es den Ausbruch. Boah, und der hat wahrscheinlich die nächste Wunde, oder? Boah! Also Leute, da hilft nur noch amputieren. Boah, nee, mach doch nicht noch so eine Nahaufnahme. I ended up dragging my foot all the way to the dog's pen. They were quiet all day. Oder sind Hunde abgehauen? Then I realized some of them had escaped. Maybe this is their way of getting back at me for not feeding them the last 3 days. Das ist natürlich eine geile Erklärung. Out, I'll have my head handed to me. Warum die Hunde abgehauen sind, weil die kein Essen bekommen haben durch ihn. Ich muss auch sagen, die Wunden sehen extrem gut gemacht aus, also... Jetzt wird geschossen. Oh. Ist das Gott dabei? Sir, it's not safe out here. Go back to your room. Look, sir. There's another one. Das ist nicht Scott. Keiner von beiden. Ich schätze, dass das Hank ist. Hank, auch ein Resident Evil Charakter. Sieht man das erste Mal in Resident Evil 2. Das ist derjenige, der von William Birkin den Virus in Gewahrsam nehmen soll. Ja, das ist Hank. Aber er schreibt weiter sein Tagebuch. Obwohl da jetzt schon... Der muss doch aber, wenn die da schon geballert haben, quasi vor seinem Zimmer, und der ist jetzt immer noch dort und arbeitet noch normal, oder versucht es zumindest, da muss er doch mitbekommen haben, dass da jetzt Zombies rumlaufen. May 16th, 1998. Wieder einen Tag später. Rumors going around that a researcher who tried to escape the estate last night was shot. Okay. My entire body feels hot and itchy and I'm sweating all the time now. I scratched the swelling on my arm and a piece of rotten flesh dropped off. What the hell's happening to me? Aber es interessiert ihn auch schon gar nicht mehr. Oh, jetzt fängt das Gehirn langsam schon an zu versagen. Die Sätze werden... Oh! Schnell weg, schnell weg, schnell weg. Ja, jetzt, also jetzt fängt die Gehirnaktivität an zu versagen. Ja. Ah, das ist wieder Scott. Scott came. Buddy, you don't look so good. You're gonna need to come with me, okay? Oh, und er tötet seinen eigenen Freund. Aber jetzt mal ehrlich, der hat doch gesehen, dass es ihm schon scheiße geht. Und der läuft da mit einer MP5 rein. Der muss doch da... Der hätte sofort schießen müssen. Aber krass zu sehen, wie er jetzt immer noch schreibt. Wenn man das noch schreiben nennen kann. Ihr seht ja, dass quasi... Dass wir jetzt an dem Punkt sind, wo er noch 2 Worte schreiben konnte. Und das war's. Auch das Letzte, was er schreiben konnte. Oh, und wie im Spiel, der Scott kommt aus dem Schrank, nachdem er das Tagebuch gelesen hat. Ultra gut gemacht. Also wirklich ultra gut gemacht. Die Samurai Edge, die Waffe, die typische für die Stars-Mitglieder. Im Hintergrund die Blitze. Haben sie sich an dem Remake orientiert? Ich glaube, im Original gab es da keine Blitze, die man sehen konnte. Und das war's, Leute. Directed by Andrew Solo. Das war der Kollege, genau, der auch Regisseur war. Screenplay. Alter, was kann ich sagen dazu? Ultra guter Fanfilm. Also ich habe mir schon ein paar Fanfilme angeguckt aus dem Resident Evil-Universum und ich kann euch sagen, qualitativ, ja... Da merkt man halt, dass da wirklich kaum Geld dahinter steckt. Charlie Kreslowski, da haben wir ihn. Derjenige, der im originalen Spiel im originalen Resident Evil 1 Chris Redfield verkörpert. Crazy Madsen, eine ultra gute Jill Valentine gewesen. Also richtig, richtig gut gecastet. Finde ich ultra gut. Frank Scalabrino, also jetzt werden hier alle geehrt. Finde ich sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool gemacht. Also wirklich stark. Stark. Den einzigen, den ich nicht so gut fand, war Oskar Menski. Kann er aber nichts dafür. Ich finde einfach, da hätte noch irgendwie ein markanterer für den Albert Wesker dabei sein müssen. Aber das ist Kritik auf ganz, ganz hohem Niveau. Denn dieser Fanfilm war besser als alle Resident Evil Filme mit Mila Jovovich. Also wirklich alle. Mit Abstand. Die Filme für alle Resident Evil Fans
Das kann man sich nicht geben. Das kann man sich wirklich nicht geben. Der erste geht vielleicht gerade noch so, auch wenn der nichts mit Resident Evil zu tun hat. Aber alles danach ist Katastrophe. Wirklich, wirklich Katastrophe. Auch der Hunter hier in dem Fanfilm sieht so viel besser aus als dieses billige Cosplay-Kostüm im zweiten Resident Evil-Film mit Mila Jovovich, wo man Nemesis dargestellt hat. Alter, das geht wirklich nicht. Da sieht jeder Cosplayer besser aus. Ich finde das ganz schlimm. Also da hat man es echt verhunzt. Also allgemein Filme, sowas wollen wir sehen, die Fans. Was Gutes, Horrormäßiges mit einer geilen Atmosphäre. Oho, was ist denn das noch? Das waren die Sounds von Dino Crisis. Regina, I've gained access to the control room. Es ist tatsächlich Dino Crisis. Those shutters back there. Piece of cake. Leave it to me. Oh mein Gott. Any sign of Kirk? I'm afraid not, sir. Keep sweeping the area. He can't be far. Ist das noch eine Ankündigung? These markers spill the secrets on Kirk's location. Mirror on the wall. Who is the brainiest of them all? Wait. What is it? You're not alone. Ah, schade, ich dachte, man zeigt noch einen Velociraptor. The Third Energy Crisis. Wow, bringen die noch einen Fanfilm? Coming soon, erscheint bald. Oh, wie geil ist das denn? Hatten die noch genug Kohle, dass die auch noch... Alter, wie geil ist das denn? Okay, die Credits, ich mach mal den Sound aus, weil hier wird die Mondscheinsonate gespielt. Und ich weiß nicht, inwiefern die Copyright ist. Ja, Leute, nochmal ganz kurz, jetzt war ich völlig abgelenkt vom Fanfilm von Dino Crisis, nochmal ganz kurz zum Fanfilm von Resident Evil, das ist besser als jeder echte Film, ich find's unfassbar gut, was die mit 55.000 US-Dollar erreicht haben und rausgebracht haben, das waren jetzt 20 Minuten pure Unterhaltung und einfach nur mega stark, also an alle, das habt ihr richtig, richtig gut gemacht, checkt gerne mal den Kanal von Residents of Evil aus, guckt euch das Video an, lasst nochmal ein Like da, schreibt vielleicht einen Kommentar, da würden die ganzen sich drüber freuen, ich mache das auch direkt mal, gleich mal hier auf den Like-Button gecheppert und das muss man wirklich unterstützen, find's mega gut, mega geil und das war richtig, richtig geil. Wie gesagt, ich habe mir schon noch ein paar andere Fanfilme angeguckt und das ist qualitativ wirklich mit Abstand der stärkste. Viele Resident Evil Fanfilme kommen aus dem spanischen Raum, wollte ich nur mal erwähnt haben. Da habe ich mir auch den ein oder anderen angesehen, aber boah, kann man sich eigentlich nicht so geben. Also wie gesagt, ich finde das immer stark, dass man diese Fanfilme macht und dass man sich da überhaupt dahinter klemmt, weil bei ganz vielen ist überhaupt kein Budget vorhanden. Da wird einfach eine Kamera rausgeholt und los geht's. Man glaubt aber gar nicht, wie viel so ein Fanfilm solche 20 Minuten kostet, wie viel Aufwand dahinter steckt, wie viel Mühe, wie viel Geld das verschlingt. Alleine dieses Kamera-Equipment, um so einen Film zu machen, dieses Ausleuchten, diese Atmosphäre, die Schauspieler, muss ja jeder auch irgendwo ein bisschen Geld kriegen, weil, ja, sicherlich gibt es ja auch Ehrenamtliche, die da einfach mitmachen, weil sie Bock drauf haben, aber man muss die Leute ja auch irgendwie bezahlen, weil heutzutage ohne Kohle macht halt keiner mehr was. Also deshalb, ich finde es unfassbar stark, was die mit dem wenigen Geld auf die Beine gestellt haben. Und vielleicht haben sie sogar nur die Hälfte verbraucht und konnten deshalb jetzt noch diesen Dino Crisis Fanfilm irgendwie verwirklichen. Ich bin extrem gespannt. Wenn ihr Bock habt, dass wir uns den Dino Crisis Film, der dann ja bald erscheinen wird, auch noch gemeinsam anschauen, hier als Reaction, dann schreibt mir das sehr, sehr gerne mal in die Kommentare. Würde mich mega freuen, wenn euch das Ganze gefällt, wenn das bei euch ankommt. Und dann schauen wir uns das auch gemeinsam noch an, ne? Ansonsten, wie gesagt, mega Chapeau an alle, die hier mitgearbeitet haben. Das war mega, mega stark. Ich bin gespannt, ob jetzt nach den Credits noch irgendwas kommt. Noch so ein kleines Gimmick oder ein Hinweis noch zum Dino Crisis Fanfilm. Das interessiert mich jetzt mal wirklich. Mach mal den Sound wieder an. Musik ist nämlich vorbei. Vielleicht kommt ja noch irgendwas.
Demjenigen gehört der Kanal Residents of Evil. Der hat da auch einen Haufen Geld mit reingebuttert. Wie geil. Er macht quasi den Raum sauber, in dem der Tyrant das Schwein geschlachtet hat, oder? I don't get paid enough for this shit. Ich werde für den Scheiß nicht bezahlt. Geil. Mega gut. Es wurde keine künstliche Intelligenz bei der Herstellung dieses Films genutzt. Okay. Die haben also nichts mit AI generiert, sondern alles wirklich händisch. Mega gut. Ja, Leute, das war's. Ich danke an der Stelle, dass ihr reingeschaltet habt. Wie gesagt, schaut mal bei den Jungs und Mädels von Residents of Evil vorbei. Hinterlasst hier einen Like, einen Daumen nach oben. Sowohl bei mir als auch bei den Jungs von oder Mädels von Residents of Evil. Da freuen die sich mega drüber. Aktuell hat das Ganze schon 174.000 Aufrufe und wir sind bei 18.966 Likes. Das ist schon mega, mega cool. Ja, hinterlasst da gerne mal ein Like. Ich würde sagen, wir sehen uns hier beim nächsten Video wieder. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst mir gerne einen Kommentar. Schreibt mir, ob ich sowas öfter machen soll. Und ansonsten sehen wir uns hier das nächste Mal wieder. Macht's gut, haut rein. Ciao, ciao.